Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Willkommen zurück zu Overlord. So, wir sind bei den heiligen Höhlen stehen geblieben und gehen da auch sofort mal rein. Schöne Ladezeiten. Ihr habt fürs Ferdinands Fest der Zitadelle zerstört. Natürlich haben wir das auch noch mehr Rotkapuzler. Und Kisten. Viele Kisten. Ach nee, Mana brauchen wir nicht. Nein, ich möchte nicht zurück zum Turm. Nein, ich möchte nicht zurück zum Turm. So, sind die Agro? Nein, die sind noch nicht Agro. Du? Haben wir dich nicht tot in diesem elenden Turm zurückgelassen? Du solltest definitiv nicht ohne Einladung bei meinem Fest auftauchen. Noch dazu in diesem Aufzug. Oh! Schwuggele. Wo rennt denn der hin? Ja, jetzt sind sie Agro. Jetzt wollen sie Kloppe, ne? Kaum ist der Dicke weg, wollen sie Kloppe haben. Na, dann rennen wir den noch nach. Denn wir wollen, was er hat. Wobei ich noch nicht weiß, was er hat. Wir werden es herausfinden. Das sieht nach Rage-Zauber aus. Nee, den wollen wir nicht. Wir wollen wirklich den Rage-Zauber. Oh ja. Rage. Und alle mal drauf hier. Querbeet durchmetzen hier. Muss gehen. Aber die verbreiten sich ja. Sie sterben um mich. Ja, sie sterben um dich zu retten. Genau dasselbe machen meine auch. Immerhin bietest du ein wenig Unterhaltung. Aber komm mir nicht zu nahe, Tagelöhner. Oh, jetzt kommt der Chef oder was? Wo sind meine Schergen? Da sind meine Schergen. Halt, den will ich noch retten. Wunderbar. Das geht sogar noch. Ja, die anderen kommen hier auch noch, oder was? Oh, oh. Machen wir doch erstmal die anderen Schmerz hier kaputt. Kann so schön sein. Und der Tod auch. Wir kümmern uns erstmal um die anderen da. Das ganze Kleinviech-Scheiß da. Wir hoffen, dass nicht zu viele verrecken. Momentan verrecken nur die Blauen. Und die Braunen. Und irgendwie alles um uns herum. Ja, jetzt ich wieder wieder Arco, Mann. Alter, was hat denn der für... Ich kann nicht glauben, dass ich so lange versucht habe, gut zu sein. Ich dachte, nur die anderen hätten Spaß. Ja, ja, so kann man sich täuschen, ne? War ich noch einen Blauen? Nee, keine einzige mehr. Alle meine Gäste. Scheiß, die waren dann... Boah, nee, da verrecken mir eindeutig zu viele mit dem der ganzen Scheißaktion. Fuck. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich irgendwie anfühlt, mehr? Ja, klar. Die Fesseln der Moral die und nichts Besseres zu tun, als Dogmen mir zu folgen, ne? So, Brauner und Mass holen. Mehr brauchen wir nicht mehr. Ach, die fetze ich jetzt noch weg, ey. Einfach aus Rache. Boah, das sind ja immer noch so brutal viele. Warum gibst du dich mit Vieh ab? Nee, nee. Wir holen uns den dicken Fisch. Den fürs Ferdinand. Den kriegen wir noch platt. Auch ohne die Blauen. Wo ist er denn hin? Ja, wieder zwei Succubus. Nein! Das kann's nicht sein. Ich hasse Succubus. Ich brauche meinen Slowzauber, eindeutig. Wo ist er? Da ist er. Wunderbar. Eine muss herkommen. Yes! Und die ist down. Hoffe ich zumindest. Die muss down. Da müssen auch noch ein paar drauf. Na, oh, die saugt meinen Mana ab, hey. So, und die müssen hier drauf. Erstes platt. Kommt die zweite ran. Ja, lass sie nicht sterben. Tötet sie. Boah, ich hasse dieses Succubus-Dinger. Du bist gar nicht ungeschickt, Bauer. Nimm mich nicht, aber Bauer. Aber bilde dir nicht zu viel ein. Ich bin besser. Da. Keiner ist besser als wir. Merkt ihr das? Wo ist er denn, feige Sau? Steckt sich immer hinter seinen ganzen Leuten. Toll, jetzt kommt wieder so ein geiles... Und dieser geizige Zwergenkönig bekommt seine Hochzeitsgeschenke nicht zurück. Ah, da ist er schon wieder.
Der Zauberer hat mir gezeigt, wie ich frei sein kann. Diese Freiheit lasse ich mir von dir, Bauerntölpel, nicht nehmen. Ich hab's kämpfen auf der Straße gelernt, geh. Bus geh auf, geh. Das ist Vanessa. Jetzt kriegst du nochmal eine Chance. Geh. Geh weiter. Scheiß die Wand an, wie viel kommen denn da? Da verrecken wieder viel zu viele. Der Zauberer sieht uns. Er sieht alles. Ja, und ich sehe dich sterben. Nein, wo will er jetzt schon wieder hin? Drauf. Boah, wenn da nochmal so Rotkapuzen kommen, bevor der tot ist. Strike. Down, bitch. Knie vor deinem Meister. Boah, jetzt dürfen wir den Todesstoß versetzen hier. Bam. Und er implodiert. Ein sagenhafter Tod für so einen kleinen Mann. Cool. Wir können uns sogar was abstauben für unsere Schergen. Mo, sein Zepter ist der Weg. Weiter? Ja, ich glaube, das war das Wort, was ich gesucht habe. Auf jeden Fall können wir das Drehdingens wieder benutzen. Dank seinem Zepter. Wenn unser Scherge nur nicht so langsam wäre. Hätte ich einen Schergen, der ein bisschen schneller rennt, dann könnte ich ein bisschen schneller durch das Zeug hier weitergehen. Was ist hinter der Tür? 1, 2 oder 3, letzte Chance, vorbei. Randale. So, was erwartet uns hier? Ein Bett. Oh, hallo, dunkler Fremder. Die Gerüchte werden euch nicht gerecht. Ihr habt ein Geschenk? Kleine Kobolde? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Bringt mir das nächste Mal etwas Glänzendes und Teures. Aber lasst mich euch danken. Es geht ihr scheinbar gut. Sie kommt allein zurecht. Oh, was für ein Schnuckelchen, Herr. Gnall, ab in die Ecke. Ich gehe runter und kümmere mich darum. Herr, im Turm ist leider nur Platz für eine Mätresse. Was? Das kann nicht sein. Willst du jetzt die große besorgte Schwester spielen und mir den Spaß verderben? Ich war gerade dabei, meinen Retter besser kennenzulernen. Fürst Ferdinand hat sich einen Sexdämon angelacht, eine elende Seuche ausgelöst und jetzt ist er tot. Ich verstehe, dass du durcheinander bist, aber halte dich aus meinen Dingen raus. Ach, er hat es einfach übertrieben. So ist das. Ich wollte ihn gerade verlassen, als er mich hier eingesperrt hat. Und jetzt seid ihr gekommen, mein schwarzer Retter. Ich bin nicht schwarz, ich bin braun-rot. Ich bin Gummibär. Ich würde die Fähigkeiten seiner roten und grünen Kobolde stärken. Und ich könnte so viel mehr für euch tun, mein Schatz. Besonders, wenn wir dieses Bett mitnehmen. Oh, das Bett finde ich cool. Hört nicht auf sie. Hört nie auf sie. Das ist der erste große Fehler. Dreht am Türrad und dann los. Alles klar, wir müssen treu sein. Einmal Ihr solltet wissen, Herr, dass ich einen Weg kenne, eure braunen und blauen Schergen aufzuwerten. Braun und blau. Bestechung, Rosa. Ich dachte, das sei unter deiner Würde. Rot und grün, blau. Nein, wir müssen unserem Bösen treu bleiben. Wir nehmen das Bett mit. Eindeutig. Yay! Gut gewählt. Pack deine Koffer, Schwesterchen. Und ich dachte, irgendwo unter dieser Rüstung steckt ein Gehirn. Nein. Nur Schergen. Genau zu sein, 3 Schergen. Weil ein Scherge wäre nicht groß genug, um in dieser Rüstung zu stecken. Ihr könnt jetzt eure roten und grünen in euren Privatgemächern aufwerten, Herr. Schatz, wir werden so viel Spaß haben. Ich, ein paar hilflose Gefangene. Das wird so romantisch. Auf jeden Fall hat sie schon mal unseren Geschmack gefunden. Aber die Kobolde bleiben draußen. Was? Ihr solltet diesen Ort wirklich so einrichten, dass er einer Dame gefällt. Was? Bringt mir ein paar hübsche Sachen. Dann werde ich euch dafür entschädigen.
Was? Euch zum Gruße! Fehlkauf. Was fehlt mir eigentlich noch an Schlangenzaubern? Sieht recht gut aus. Ja, haben wir ihn gefunden, geil. Wir brauchen nur noch HP-Dinger. Zwei Stück, oder? Jo, zwei Stück. Schlafgemächen, was aufdingsen, hey. Ist doch total bescheuert. Wer möchte in seinem Schlafzimmer Schergen aufpushen? Irgendwie total hohl. Schauen wir mal, ob ich das hinkrieg. Nee, da nicht. Schlafgemach. Aber wir haben das coole Bett mitgenommen, das ist cool. Ja genau, die hat mich verarscht. Die wollte mich nur flachlegen. Ich kann hier gar nichts aufwerten. Ich hatte gehofft, etwas mehr Blut zu sehen, Herr. Schließlich seid ihr böse, aber ihr wisst es sicher besser. Klar weiß ich das besser. Sonst wäre ich ja nicht der Overlord. Öder. Der Overlord. Kann ich mir hier was Neues kaufen? Patte und Mass. Ausrüstung der Roten. Ausrüstung der grünen Schergen. Alter, wie cool. Ausrüstung für rote Schergen kaufen. Geil! Frisierkommode kaufen. Oh, für mich? Nein, für mich. Bankettsaal. Boah, geil, da kann man voll. Ein Folterstuhl. Kronleuchter. Ihr dunkler, romantischer Narr. Ich habe einen Kumpel, der heißt so. Boah, Epicness. Ausgezeichnete Wahl, mein Schatz. Gibt's da noch was? Dämonen. Oh, geil, Höllenhund. Oh, geil. So etwas wollte ich schon immer haben. Das ist viel cooler als das andere Zeug. Gardinen. Oh, hatte ich noch nie. Rein damit. Ihr dunkler, romantischer Narr. Oh, ich will das alles haben. Goldene Höllenstatuen. Oh, die sind ja noch epischer. Geil. Was hatte ich mir vorher? Nee, die Ritter gefallen mir besser. Thron der Dunkelheit! Ihr erwartet doch nicht, dass ich das putze. Doch. Mit Meister Propper. Totenschädel. Oh, Epicness. Kaufen. Was soll ich denn damit anfangen? Nix. Sieht geil aus. Großer Thron der Dunkelheit. Oh. Wozu hat man Gold, wenn nicht, um es auszugeben? Richtig. Meine Rede. Oh, nochmal Gold hier. Wozu hat man Gold, wenn nicht, um es auszugeben? Oh, Epicness, das müssen wir uns jetzt angucken. Da fühlt man sich doch gleich viel böser. Wenn man so viel geiles neues Zeug gekauft hat. Will sehen. Lass mich sehen. Über die Feuchten. Oh, aber die Statuen gefallen mir immer noch am besten. Böser Aufwecker! Oh, wie heftig sieht es denn aus? Geil, und jetzt geh weg. Danke. Epic. Freund der Blumen und Bäume. Epic, das sieht auch anders aus. So, wir müssen in die goldenen Berge wieder, in den Gebirgspass. Ach du Schande, wieder zu den Zwergen. Gebirgspass oder Berge? Ich glaube Berge war's. Immer das oberste nehmen am besten. Da müssten wir uns mal überlegen, oder ich sollte mir immer noch überlegen, wie wir da durch... Das war falsch. Komme ich bei dem anderen raus? Goldenen Berge, Gebirgspass? Bin ich hier? Das sieht richtiger aus. So, dann schaue ich mal, wie ich da hinkomme. Einmal fünf. Habe ich mich verzählt? Ja, natürlich habe ich das. Weg mit dir. Rein mit dir. So, dann können wir auch weiter. So, und jetzt sind unsere grünen und roten ausgerüstet, wenn ich das richtig verstanden habe. Epic irgendwie, aber die braun wäre eigentlich besser. Wobei das relativ wurscht ist.
Zumindest für den späteren Verlauf des Spiels. Nicht wahr? Nicht wahr? Doch, nicht wahr? Schafe! So, dann gucken wir im nächsten Part, wie wir das Zentrum der Zwergenbrauerei durch dieses Vorkommen ist auf diesem Gebräu aufgebaut. Zu unserem lieben Goldi. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.